Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dayang. Wir wollen ja jetzt den Olivenhain verlassen und weiter Richtung des großen Tors, des großen Turms gehen, der ja noch auf unser, wie wird er eigentlich jetzt im Deutschen bezeichnet? Der hohe Turm, okay, gut. Richtung hohen Turm gehen und da ist unser nächstes Etappenziel erstmal das ausgetrocknete Flussbett, wo wir schauen, ob wir da irgendwas finden. Nochmal kurz zur Erinnerung, unsere Nebenaufgaben sind noch Dave und Andrew finden, unsere zwei Freunde. Für Michael, der im Turm eingesperrt ist, den Schlüssel zu besorgen. Noch zwei von drei Campern finden. Und ja, das müsste es gewesen sein, ne? Der Gefangene, die Camper, unsere Freunde. Ja, das war's. Mehr ist gerade nicht. Und weil wir weder Anhaltspunkte für Dave und Andrew haben, noch für die zwei verschollenen Camper oder verbleibenden Camper, haben wir jetzt kein konkretes Ziel und können uns eigentlich machen, was wir gerade wollen. Einfach ein bisschen frei erkunden. So, irgendwo ist doch hier der Weg. Da ist der Weg. Ich muss da auch mal gucken. Ist mir gerade eben so eingefallen. Die Handschuhe, die wir in der letzten Folge gefunden haben, machen ja weniger Ausdauer, Verlust. Bei der Donner, okay. Weniger Ausdauerverlust beim Kämpfen, aber das scheint ja dazu nicht fürs Klettern geeignet. Das kann, ist jetzt die Frage, ist es einfach nur, dass dieser Ausdauerverlust wirklich nur für Kämpfe gilt und einfach, dass es einfach so eine Mitteilung ist, hey, fürs Klettern gibt es diesen Bonus nicht. Oder ist das jetzt so gemeint, nicht fürs Klettern geeignet, dass es fürs Klettern einen Abzug gibt? Oh, hier haben wir Lagerfeuer. Wer macht denn hier ein Lagerfeuer mitten auf dem Weg? Das ist total dämlich. Oder wie gesagt, heißt das jetzt, dass es fürs Klettern einen Abzug gibt? Dann gehen wir hier Treppen hoch und wir gehen erstmal hier runter. Und man dadurch schlechter klettern könnte. Wenn das so wäre und so ist, dann würde ich die Handschuhe auch wieder ausziehen, wenn man das überhaupt kann. Kann man die auch wieder ausziehen? Ja, ich kann sie wieder ausziehen. Okay. Da würde ich sie wieder ausziehen, weil Kämpfe, Ausdauer jetzt in Kämpfen hatten wir so nicht so das Problem, weil wir versuchen ja eigentlich immer den, die Kämpfe zu umgehen. Außer halt gegen irgendwelche Füchse oder so, aber die, ob man da jetzt Ausdauer verringert haben beim Kämpfen oder nicht, ist egal. Die brauchen eh plus Einschlag mit dem Brecheisen und die ziehen zwei. Da macht dann ein bisschen mehr oder weniger Ausdauer jetzt auch keinen Unterschied. Okay, hier ist irgendein umgestürzter Baum. Wenn das mal ein Fluss war, dann wurde es aber ein ganz schön reißender Strom hier. So, hier geht auch wieder ein Weg nach oben. Eindeutige Levelabgrenzung. Schön. Muss mir keine Gedanken machen, dass ich nicht irgendwas verpasst habe. Warum ist hier gerade so bedrohliche Musik? Okay, da ist eine Wasserquelle. Und das sieht aus wie ein Schnellreisepunkt. Sehr schön. So, aktivieren wir mal unseren Schnellreisepunkt. Das trockene Flussbett. Wo ist er denn? Und der fehlt uns immer noch. Hm. Wenn die so ein bisschen nach Reihenfolge angeordnet sind, sieht man schon mal hier, dass noch einiges auf uns zukommt.
Weil auch die Schnellreinheitspunkte sind ja eigentlich nicht wirklich nah beieinander. Also wir werden jetzt, wenn ich gerade auf die Uhr gucke, 6.46 Uhr haben wir es im Spiel. Also bis wir zu unserem nächsten Schnellreisepunkt kommen, wird es wahrscheinlich ein bisschen ins Dunkle reingehen. Wir haben jetzt schon fast eine Dämmerung. Also Anfang leichte Dämmerung. Aber der hier fehlt uns einfach noch. Das müsste ja eigentlich irgendwo ziemlich am Anfang gewesen sein bei den... entweder vermute ich mal, ist der bei den Zwillingshäusern oder bei dem Watchtower, wo Michael eingesperrt ist, dass wir da irgendwo den Schnellreisepunkt verpasst haben. Es kann natürlich auch sein, dass der Schnellreisepunkt bei Michael ist. Kann natürlich auch sein, dass wir den Schlüssel für Michael irgendwo verpasst haben. So, Wasser gefunden, okay. Und hier bei der Donner. Ein bisschen was zu knabbern, aber brauchen wir gerade nicht. Jetzt geht's noch gut. Ja. So. Drüber laufen. So, wo sind wir denn jetzt? Achso, hier, da ist die Brücke. Gut. Oh. Ich höre schon wieder Wölfe. Was ist denn da hinten? Das ist ein Stein mit irgendeinem Zeichen drin. Ist das so ein Ochsenkopf? Nee, für mich ist das nur ein Kreis mit irgendwas nach oben. Irgendwo da ist ein Wolf. Hallo, Herr Fuchs. Ich wollte erstmal noch... Oh, eine Schlange. So. Schlange weg. Kann ich dir nicht ausweichen? Nee, ich glaube, jedes Mal frage ich das, ob ich die ausweichen kann, oder? Mensch, hier war doch kein normaler, aber fleißig. So, ist hier unten irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Voll die Horrormusik gerade. Irgendwas ist da. Ein Hund. Okay, nur ein Hund. Huch. Mir runtergefallen. Okay, wir können jetzt entweder hier dem Flussbett folgen. Und ich kriege gar nicht meinen Kompott benutzen. Oder wir gehen da hoch. Also hier wäre ein Weg. Schwierig, was wir jetzt machen. Ein Gebirgspass? Hier ist ein Lagerfeuer vom Gebirgspass? Was ist denn das für ein Weg? Haben wir den auch gefunden? Haben wir den nur versperrt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, wo sollen wir denn jetzt lang gehen? Da oben ist unser Tower. Überlegen, wenn wir jetzt sagen... Die Sonne geht bald unter, haben wir natürlich hier in unserem Flussbett ziemlich dunkel. Wenn wir hier hochgehen, haben wir dann vielleicht noch ein bisschen länger was. Und wie lange der Köter noch dort hinten rum kötert. So, ihr seid weg. Können wir uns erstmal hier ein bisschen freier bewegen.
bin noch zurückgekommen. Da ist noch ein Köder. Obwohl, wir müssten eigentlich hier auch immer relativ gut abschütteln können. Weil ja jetzt viele Sachen zum Hochklettern sind. Oder die Hunde logischerweise nicht mit hochkommen können. So, für der Weg jetzt wieder nach oben zum Weg. Oh, irgendjemand hat uns gehört. Vielleicht der Köter. Oh, hier ist eine Höhle, hä? Nee. Okay, sah bloß aus. Wasser. Ja, ich glaube, jetzt sind wir hier wieder auf dem. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg, der hier ganz normal lang führt. Ah, was machen wir denn jetzt immer am besten? Ich würde einfach sagen, wir gehen erstmal den Weg lang. Okay, ist nur eine Ziege. Weil. Das Flussbett bringt uns zwar auch wahrscheinlich irgendwo hin, aber natürlich gammelt sich hier unterwegs auch noch. Aber der Weg wird uns auf jeden Fall irgendwo auch irgendwas Sinniges hinbringen. Verdammt. Jawohl, beschäftige dich mal mit der Ziege bitte. Steineichendickicht. Okay. Danke. Oh, daneben ein bisschen. So, haben wir dich. Ich will eigentlich nochmal diese Treppe finden, damit wir volle Orientierung haben, wo wir gerade sind. Achso, die Treppe ist da drüben manchmal. Ah, hier ist der Felsen. Gut, gucken wir uns mal den Felsen, dann können wir den untersuchen. Ja, sieht aus, wäre da irgendwas mit roter Farbe oder Blut dran geschrieben. Aber an sich hilft der uns jetzt auch nicht viel. Ein Wildschwein. Das wird ein Wildschwein sein. Irgendwo kommen wir da hinten irgendwo hoch. Die Wildschweine sind einfach so, die sind zwar nicht aggressiv, stehen aber mal immer im Weg rum. Ich glaube, da kann ich hochklettern. Wenn ich da hingehe, kriege ich wieder sofort eins von dem Kackschwein auf die Fresse. Sag ich doch, warum hat mich angegriffen, dieses Kackvieh? Das wird schwein. Oh, hier ist noch so ein Zeichen. Toll! Jetzt steht das dort und laut, bis ich zurückkomme. Von hier komme ich nämlich nie weg. Und dass ich Schaden kriege. Ah, okay, ist weggegangen. Gut, aber dass da noch so ein Zeichen ist, bringt uns jetzt erstmal nichts. Das steht ja schon wieder mehr. Das ist die Wildschweine in diesem Spiel. Die stehen einfach immer nur im Weg rum. So. Essen, damit wir die Heilung wieder bekommen. Das ist doch nur noch ein Wildschwein. Noch so ein Zeichen. Okay, irgendwas hat das wahrscheinlich zu bedeuten. Oder auch nicht. Das Gute, das Gute, das Schlechte an kein Ziel zu haben, ist halt, dass man ein bisschen
ziellos ist. Ja, ich weiß, das war jetzt. Richtig tolle Formulierung, aber da ist noch ein Stein. Ich habe jetzt halt so viele Möglichkeiten offen, wo ich hingehen kann. Das ist mir jetzt die Wahl, die es wirklich einfacher macht. Ich bin nämlich noch Schlangenkiller. Okay, ich bin auf dem Weg. Und der fährt irgendwo anders jetzt hin. Der fährt jetzt links. Den willst du ja. Da. Oh, da ist ein Tor. Das ist ein Haus. Ich würde mal sagen, mal gucken, was sagt eigentlich die Zeit gerade. Okay, wir haben noch ein bisschen. Ich sage, dem Haus nähern wir uns mal ein bisschen schleichend und vorsichtig. Weil, wie viel der alte Mann gesagt hat, nicht jeder hier ist uns freundlich gesinnt. Hallo? Sieht verlassen aus. Darf man eintreten? Okay. Stoff. Zettel. Das ist aber klein geschrieben. Tote Romanze. Aufgabe hinzugefügt. Finde die Frau. Abgeschlossen? Was? Ach. Ich weiß nicht mal, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem sie uns entführt haben. Wir wollen nur ein bisschen relaxen, bevor wir nach Spanien zurückkehren, um das Match von unserem Lieblingsteam anzuschauen. Anstattdessen war ich plötzlich auf dem Boden eines Brunnens getrennt von meiner Frau. Ich habe sie monatelang gesucht, aber ich konnte sie nicht finden. Ich glaube, sie ist tot. Ich glaube, dass sie sie umgebracht haben. Lea? Amor. Lea Amor. Amor. Bitte verzeih mir. Ich war nicht da, um dich zu beschützen. Ich werde fliehen. Und ich weiß nicht wie. Und das wäre ein Amor vielleicht besser gewesen, ne? Aber ich werde dann zurückkommen, um die ganze Insel dem Boden gleich zu machen. Ich habe ein Boot gefunden und ich habe es bei den Ruinen versteckt, westlich vom Hohen Turm, in einer Einbuchtung an der Küste. Ich hatte den Anweisungen, die mir dieser Lunatrico über Funkgerät gegeben hat, besser folgen sollen. Aber ich würde lieber sterben, als ihm zu gehorchen. Wir Ausländer haben sowas nicht verdient. Wenn du das liest und du bist auch ein Ausländer hier, hab Mut und gib nicht auf, wenn du zu denen gehörst. Andante alla Mierda. Okay, wir sind anscheinend, ich vermute mal, dass wir auch so in diese Kategorie der Ausländer zählen. Aber, na gut, wir sind ja freiwillig auf die Insel gekommen. Ist ja nicht so, dass wir entführt wurden und hierher gebracht wurden, wir sind ja hierher gekommen. Weil wir, also jetzt in unserem Fall hier von Daphne und ihren Freunden, wollten ja hier ein bisschen Party machen. So ein bisschen, ja, erkunden. Und da wurden wir dann ja entführt. Anscheinend sind wir nicht die Ersten. Und der hat das, wie das aussieht, auf seine Karte gekritzelt, die er bekommen hat. Aber anscheinend kriegen alle Ausländer, die hier auf die Insel kommen, werden irgendwie entführt und in irgendwelche Brunnen gesteckt. Der war wahrscheinlich hier drin. Den haben wir auch schon gefunden, der war offen. Da war auch eine von unseren Freundinnen drin, ich glaube Rose oder... Ich glaube Rose war hier drin. Alle kriegen anscheinend so eine Karte, weil die ist handgezeichnet, sieht aus wie handgezeichnet, aber sieht trotzdem mal gleich aus. Dann müssen ja also doch einen Kopierer hier irgendwo stehen haben. Doch nicht so hinterweltlich, wie es am Anfang scheint. Wo haben wir noch? Bindung. Wir haben Bindung auf, wir haben Bond aufgenommen. So, hier.
Noch ein neues Dokument. Halskette der Liebe, Mann. Achso, das ist. Achso, das sind die. Darum haben wir den Quest sofort abgeschlossen. Die. Von der Frau haben wir ihr. Haben wir ihr Cappy auf. Und von ihm haben wir gar nichts. Auf jeden Fall, die Frau, wo ist denn die Geschichte? Die ist doch im Watchtower gestartet, oder? Weil er ist. Hinten beim Hundehaus in der Nähe gestartet. Und sie. Da. Im Watchtower. Na gut, so weit weg waren sie gar nicht. Aber naja. Hundefutter brauche ich gerade keins. Stoff bin ich voll. Wasser brauche ich auch keins. So, guck mal hinten in den Garten. Ist hier noch was? Pro Bücher. Ein paar Ratten. Oder eine. Metall. Oh, eine Schaufel. Schaufel aufgehoben. Die können wir wahrscheinlich auch herstellen. Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass es mehr als ein paar Treffer nicht aushalten wird. Okay. Aber. Da ist er. Schaufel. Eine klapprige Schaufel. Sie wird nicht länger halten. Quick Save. Aber mit der Schaufel haben wir jetzt wahrscheinlich neue Möglichkeiten können. Buddeln. Ja, hier ist ja da. Tor, das können wir aber nur von der anderen Seite aufmachen. Oh, vielleicht können wir ja hier rumlaufen. Mal gucken. Da muss der Ratten hier ins Haus kommen. Ne, das Fenster komme ich nicht. Ne, komme ich nicht rum. Okay, gut. Wir hatten einen neuen Quest, den wir sofort abgeschlossen haben, oder? Nein, Todromanze. Nein, wir haben noch nicht alles. Todromanze. Ein spanisches Paar wurde vor einigen Monaten auf dieser Insel entführt. Genau wie ich und meine Freunde. Der Mann hat vor, mit einem Boot zu fliehen, das in einer Nische vor der Westküste des Hochturms versteckt war. Wer weiß, wie sie gelandet sind. Finde den Mann, finde die Frau, haben wir schon. Finde die Klippenruinen, durchsuche die Klippenruinen. Ah, okay, sie haben also. In der Nische vor der Westküste des Hochturms. Der Hochturm ist doch den wir noch finden müssen, ne? Ja, der hohe Turm wahrscheinlich. Sagt uns hier. Ja, müssen wir dann in die Richtung. Also irgendwo. Beim hohen Turm ist ein Boot. Womit wir vielleicht dann auch entkommen können. Ich weiß halt eben nicht, wo es jetzt hier lang geht. Ich kann einfach noch ein bisschen weiter in die Richtung gehen und gucken, was ich über die Grenze komme, damit sich die Karte aktualisiert. Da ist noch so ein Stein mit einem Symbol drauf. Noch auf dem Weg. Ne, wir sind noch nicht auf dem Weg. Da fehlt der Kackweg. Au. Ist auch nicht der Weg. Wo führt der Weg jetzt hin? Das ist schon ein Weg, aber nicht der Weg auf unserer Karte. Das ist nochmal so ein Stein. Aber was wir mit dem Stein machen können, ist auch noch nicht ganz geklärt. Hui. Da ist der hohe Turm. Oh, da steht einer. Okay, das ist ein Verrückter. Noch so ein Steinchen. Gut, die können gleich erstmal egal sein. Die tun uns nichts, wenn wir ihnen nicht gerade zu nahe kommen.
So, wo ist jetzt der Kakaoweg? Können wir bitte die Karte aktualisieren? Ach, da. Okay, hier unten ist ein kleiner Schnipsel, der irgendwo ins Nix führt. Das ist die Nische. Und das ist dann wahrscheinlich der... Der Weg. Nee. Der Weg. Ach, ah, okay. Also müssen wir hier im Steindickicht... Irgendwo gibt es hier noch einen Weg lang. Der führt hier lang. Hier rum, hier hoch. Hier lang oder vielleicht hier weiter hoch und dann kommen wir. Das ist wahrscheinlich der Watchtower. Ne, nicht der Watchtower, der hohe Turm. Der Turm hatten wir schon erkundet. Was ist? Ja, das war eine Schlange, die jagt aber gerade einen Hasen. Okay. Soll sie dies tun und uns in Ruhe lassen? Holz, also so ein E-Gard voll. Ein bisschen, ganz kleines bisschen vom. Oh, natürlich ist hier wieder ein Kackwildschwein. Ja, wir gehen ja schon. Leg dich ab. So, ich glaube, wir kommen gleich auf diesen kleinen Seitenweg. Müsste jetzt hier rechts irgendwo lang gehen. Da war ja das Bildschirm, was also so im Weg stand, oder? Ja, das ist wieder tot. Hier, Schwein. Dahin bitte. Ja, danke schön. War eigentlich schöne Gegend hier, wenn es nicht so viele Leichen gäbe. Hier. Eine Ansammlung von Schmetterlingen. Ein paar Wildziegen. Füchse und Kaninchen. Irgendwelche Verrückten. Oh. Das sieht aus wie irgendein zerfallenes Haus. Wieder mal ein Point of Interest. Ich würde sagen, das gucken wir uns mal noch an. Oh, da ist einer drin. Sieht aber friedlich aus. Hallo? Ja, ja, ich hab dieses Spiel übersetzt, ne? Hello? They did it again. Wir haben schon wieder gemacht. Was denn? Hey! Did what again? The community take you to re-educate you. Who trespasses on this island must be re-educated. That's what they do. Ja, das haben wir uns ja schon selbst irgendwie zusammengereimt. Dass wir hier in irgendeiner Art Prüfung sind und umentzogen werden oder die Ideologie dieses Kults hier akzeptieren sollen. Nachdem wurde der Stärke überlebt. Re-educate me? Trespass? Yes, and for the community. Once here, you can never go away again. Gibt's keine andere Möglichkeit? Wer bist denn du, dass du das alles weißt? Du hast ziemlich viel Zeug. Aren't there any alternatives? Only alternative is to overcome their trials and join the community. Ja, das ist wahrscheinlich die Prüfung, die wir gerade machen, zum Hohen Turm zu gelangen. What do you mean by the trials? You must demonstrate to them that modern society disgusts you. Ja, das haben wir auch schon, das hat uns ja der Alte gesagt, dass hier
die alle so zurückgezogen leben. Das ist natürlich, ich meine, irgendein Kult, oder? Nee, irgendein Kult what oder so. What kind of community is it? Some sort of cult? They're not religious. They just have blind faith for socialism. They have blind faith for him. Ah, sozialistischer Kult, aber kein religiöser. Ihn? Who's him? They call him Brother Number One. He runs this place now. Achso. Warum haben die so viele Probleme? Why do they have so much against modern society? Modern society is based on exploitation of man by man. That's what they say. But what the fuck? They can't do this! They do whatever they want. They have agreement with Turkish senior officials. Was mit Türkisch? But what the fuck? They can't do this! They do whatever they want. They have agreement with Turkish senior officials. Mit hochrangigen türkischen Fraktionären vereinbart. Das haben wir auch schon irgendwo in einem Brief dann irgendwie drin, dass sie mit der türkischen Regierung irgendwas zusammenarbeiten, da ihre Arbeiter beziehen. Kann ich manchmal lustig, dass ich sowas oder solche anderen sagte, so ganz sachlich, so, hä? Ja, was haben die für Probleme? Und dann hast du alle so übelst aufgeregt und hysterisch. Okay, I wanted to ask you another thing. Who are you to know all these things? I was born here, and for years, I was the guardian of this island. I studied a lot. Linguistics, history, art, and I know every ancient rune on this island. I lived in peace. Then one day, with the community, things changed. And when the coup failed, things began to become unpleasant. Ah, das ist der... Von dem Sammler haben wir auch schon gehört, nämlich der Besitzer der Menor-Farm hat ja bei Ausgrabung in seinem Garten oder da so eine Eulenstatue gefunden und die hat er ja dem Sammler gebracht, dem alten Mann, und er hat ihm dafür die Geschichten dieser Insel erzählt, dieser alten Ruinen und sowas. Und das hier ist der Sammler höchstwahrscheinlich. Quatsch, bin ich voll. What happened? For some years, when the government gave the community permission to set up here, people from my village were given the choice to unite with them or to remain separate on a reversed area of the island. Some decided to unite. Me and a few others decided to remain. But the majority left the island for good. Today, I'm the only survivor from the village. Okay, also die Ureinwohner dieser Insel wurden halt ein bisschen wie die Indianer in Amerika halt entweder ein Reservat gebracht, das hat er hier mitgemacht, oder sich der Community anschließen. Stört dich die Gemeinde nicht? The community doesn't give you trouble? No, I mind my business. And they mind theirs. Okay. Die Gemeinde scheint nicht sehr freundlich zu sein. Warum bleibst du hier? The community doesn't seem very friendly. Why do you remain here? My family of fishermen have lived here for generations. I'm a part of this place. Okay. Die Insel ist ja sehr wichtig, oder? You're attached to this island, huh? Have you ever seen such a beautiful place? History and nature are one thing on this island. Have you been to the temples and tombs to the north? They are magnificent, or rather, they were, before the community ruined them. Im Norden waren wir noch nicht, wir sind ja im Süden gestartet. Okay, da gibt es also noch ein paar Ruinen zum Erkunden. Verstehe. I see. Wer bist du nochmal? Hä? Hast du nicht kapiert? Du hast ziemlich viel Zeug. I see you've got a lot of stuff. Yes, over the years I've gathered artifacts and knowledge of every type from all over the island. I consider myself a collector. Have you seen the other room in the back? I'm very proud of the things that I have collected, and I'm very possessive of them.
Kannst du mir irgendwas Nützliches geben? Ich schätze, die Zeit zum Handeln ist noch nicht ganz erreicht. Can you give me anything useful? I could, but I'd prefer that you do me a favor first. Aha, okay. Ja, na, was will er denn? What do you want? I'm a very lonely man. Maybe you... Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich bin doch keine Nutte. You couldn't even get it up. Bah, maybe you could help me in another way. I won't have a diary, notes, research, receipts, secrets, studies of a lifetime, all my knowledge. I couldn't let anything end up in the hands of the community, so I buried it. Hidden under a rock somewhere around here. But this was a long, long time ago. Komm auf den Punkt, Oldtimer. Okay, yeah, go ahead. My memory isn't as good as it once was. I want to recover it. I can no longer find it. Cursed memory. Anyway, I had drawn a kind of map and written these lines on it to remember where I'd buried it. A riddle. Something only I could have understood. The problem is that I forgot even the solution to that. So unlogisch, Alter. Also, ja, ich habe ein Tagebuch geschrieben. Mit ganz vielen Geheimnissen und mein ganzes Wissen ist da drin geschrieben. Ich habe es versteckt vor der Community. Und dann habe ich ein Rätsel geschrieben, was nur ich lösen kann. Aber ich habe die Lösung vergessen. So bescheuert, der kann es mal einfach normal verstecken und sich daran erinnern. Dann hilft ihm das Rätsel auch nicht mehr, wenn er selbst das vergisst. Typisch, es passiert mir. Es passiert immer mit den Sicherheitsabfragen. Okay, das sind sie nie leider. Typical. Always happens with security questions. Ah, if you say so. Here. Maybe you can figure it out. You're young. Your brain is not falling apart like mine. You're in the prime of your life. Naja, warum wolltest du mit mir auch ins Bett steigen, du alter Lawiner? Yes, weiß ja, was ich tun soll. I have to go now. Come whenever you want. In any case, I'm not going anywhere. Wirklich. Das Ganze werden lauter Totenschilder, sind plus Flaschen. Was hat er denn hier alles? Bücher? Räucherstäbchen? Noch mehr Bücher? Das sind Zeichen auf denen? Ja. Eine Laute. Eine Angel. Ach ja, er war ja Fischer, hat er gesagt. Vor Kissen. Der hat doch hier nach hinten eine Treppe. Ist hier irgendwo ein Hinterzimmer? Ah ne, aufs Dach geht's hier. Ah, ein Speicherpunkt. Das trifft sich ja gut. Dann Quick Save und ich verabschiede mich dann für diese Folge. Wir haben jetzt wieder eine neue Mission, nämlich dem alten Lustmolch seine Tagebuch wiederbringen. Oh, hier ist ein Versatz in der Textur. Ja, dann danke ich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.